Keine Sorge wegen Rhodes, das wird schon. Hoffe ich zumindest. Er ist ein guter Mann, prinzipientreu. Wir bräuchten mehr wie ihn. Aber wir brauchen auch mehr wie Sie. Ich meine, Prinzipien sind gut, aber sie stopfen keine Mäuler oder schützen vor einer Bande Rikers. Was ich brauche, ist eine Tasse Kermans. Dieser Instant-Scheiß bringt mich noch um. Aber in der allergrößten Not. Ja, und damit Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Division 2 und hier im speziellen The Warlords of New York. Ich bin der Badenfarmer und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Sehr schön, Folge Nummer 4 in unserem kleinen Gameplay The Division 2. Mit Rhodes hatten wir da vorher schon gesprochen und Benitez hat uns jetzt auch noch ein bisschen was erzählt. Okay, steigen wir gleich ein hier in die nächste Runde, denn es gibt wie immer viel zu tun. Wir müssen Recht und Ordnung auf den Straßen New Yorks wiederherstellen und dazu schauen wir kurz in die Karte, was wir denn als nächstes dafür tun müssen. Laut Rhodes haben die Peacekeeper in den letzten Tagen viele Cleaners in Two Bridges gesehen. Das ist vielleicht die beste Chance, die wir bekommen, um etwas über Conley zu erfahren. Sie ist viel mit den Cleaners unterwegs. Wenn wir sie ein wenig aufscheuchen, müssten wir ihre Spur finden. Okay, also es geht zu Conley. Dann schauen wir mal, wo wir sie finden. Dann werden wir mal hier in Brooklyn Bridge unsere erste Mission annehmen. Und dazu müssen wir wohl hier hinten raus. Okay, los geht's. Sind da vorne schon wieder böse Jungs? Oh, da ist sogar ganz, ganz böser. Naja, dann werden wir uns da mal ranschleichen. So, das wäre es erstmal gewesen. Agent fordert Verstärkung an. Und hier müsste wieder irgendwo was zu hören sein. Ah ja. Okay. Das nehmen wir mal kurz mit. Eine Sprachnachricht mit Sicherheit. Ich hab den Scheiß satt, Roy. Ich weiß, du kannst Faye nicht ausstehen. Es geht nicht um Faye. Mit Faye komme ich klar. Aber nicht mit den Leuten, für die sie arbeitet. Wir müssen zusammenhalten. Das ist der einzige Weg. Weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist genau das der Fehler. Den Leuten zu glauben, die Direktive 51 für eine gute Idee hielten. Den Ärschen, die die Dark Zone eingerichtet haben. Denen weiter zu vertrauen, ist der Fehler. Oh. Ich hab genug. Ich kann den Scheiß nicht mehr. Was willst du denn tun? Ich muss hier einfach nur raus. Wo willst du hinfahren? Wir machen die Battery Park Dark Zone wieder auf. Ein JTF-Trupp wird das Gebiet aufklären, um zu sehen, ob noch etwas Brauchbares übrig ist. Willst du jetzt Soldat werden? Nein. Ich will nur hier raus, bevor ich Faye was an den Kopf werfe, das ich bereuen würde. Mann, je mehr ich sie kennenlerne, desto weniger traue ich ihr. Und mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten. Geiselnahme in der Nähe. Aha. Ja, alles immer schwierig. Rhodes scheint da doch ein bisschen ein schwieriger Geselle zu sein. Okay. Ich habe gehört, dass die Peacekeeper einen Kontrollpunkt der Rikers einnehmen wollen. Helfen Sie ihnen und versuchen Sie mehr zu erfahren. Ah ja, den Kontrollpunkt kennen wir doch. Das ist die Chance!
Achso, das Ganze scheint sich hier auf der anderen Seite abzuspielen. Na, dann gehen wir halt mal rüber. Okay, das soll es wohl schon gewesen sein. Rhodes sagte, sie sucht nach einem abtrünnigen Agent bei den Cleaners. Wir haben sie gesehen. Sie ist verschlagen. Aber sie geht noch mit den anderen auf Einsätze. Fragen Sie die Leute hier. Die sind immer bestens über alles informiert. Conley ist wohl schwer beschäftigt. Gehen Sie zur Siedlung und schauen Sie sich um. Wir sind hier auf der Spur. So, wo müssen wir denn hin? Die Siedlung ist... Aha. Conley ist wohl schwer beschäftigt. Gehen Sie zur Siedlung und schauen Sie sich um. Wir sind hier auf der Spur. Hier muss wohl ein Echo sein. Okay. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Die Sau um. Elektronisches Gerät. Bestimmt hier oben. Ah, nee, hier unten. Ich fühlte mich so schwach. Das zuzugeben macht dich stark. Bastelntherapie. Nur die vorgeschriebene Beurteilung. Was für ein Mist, oder? Halten Sie sich für einen Narzissten? Wenn du ja sagst, bist du ein Narzisst. Aber kannst geheilt werden. Vielleicht. Wenn du nein sagst, bist du immer noch ein Narzisst. Da kann man nicht gewinnen. Die drehen dir jedes Wort im Mund rum. Sie haben nie damit gerechnet, uns zu aktivieren. Absolut nicht. Hätten Sie es erwartet, hätten Sie nie jemanden wie Fei Lao durchgewunken. Oder dich? Mann, die haben keine Ahnung, welche Macht du hast. Ich habe keine Macht. Ich sehe nur das große Ganze. Aha, irgendwas ist da unten unterwegs. Und erfordert unsere Aufmerksamkeit. Aha. Sehr schön. Aha. War das der Goblin? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn da? Oh, O'Carroll. Nehmen wir alles mit. Und dann muss da irgendwo noch einer sein. Da. Okay. Na? Bitte sagen Sie mir, Sie haben gute Neuigkeiten. Leider nicht. Das Netzwerk ist down. Wir verlieren Leute da draußen. Wir müssen sie wieder voll einsatzfähig machen. Es gibt ein aktives Protokoll. Wir haben Agents aus dem ganzen Land nach DC geschickt. Wir tun alles, was wir können. Könnten wir irgendwas tun, um das alles zu beschleunigen? Wir haben alles versucht. Wer immer das Netzwerk angegriffen hat, wusste, was er tut. Er hat mitten ins Herz getroffen. So, das war's dann? Die Division ist am Ende? Wir sind nie am Ende, Roy. Wir passen uns an und handeln. Unsere Not macht uns erfinderisch. Treffen wir uns zu einem Strategiegespräch. So, ein Safe House. Natürlich immer hilfreich. Sehen Sie, ob Sie den Anführer finden können. So, diesmal schauen wir ein bisschen, dass wir den Anführer etwas schneller finden. Sie liest wieder. Und da hinten haben wir sie doch. Agent, hab gehört, Sie brauchen Infos über die Cleaners. Tragbares Gerät erkannt. Plötzlich wurde ein JTF-Außenposten bei einer Notunterkunft in der Nähe angegriffen. Wenn Sie auf der Suche nach Cleaners sind, stehen die Chancen dort gut. Viel Glück. Danke, kann ich gebrauchen. Wir müssen zu dieser Notunterkunft.
Das ist unsere beste Spur zu Conley. Die Cleaners wollen, dass alles steril ist. Die Chancen stehen gut, dass sie noch hier sind. So. Karte öffnen. Und da haben wir einen Außenposten. Die Cleaners haben einen der letzten JTF-Posten ausgelöscht. Alle tot. Gibt es Berichte von einer Infektion? Keine Spur. Ich dachte, nur darum geht's ihnen. Jetzt, da Conley und Kina im Spiel sind, kann es sein, dass sie die Cleaners manipuliert haben. Wer weiß, wo sie die Cleaners als nächstes hinschicken. Sie haben recht. Wir müssen das untersuchen und nach Spuren von Conley Ausschau halten. Das werden wir doch gerne tun. Jetzt sehe ich aber gerade hier, dass der Kontrollpunkt gar nicht in unserem Besitz ist. Haben wir da irgendwas vergessen? Naja, kann man nachholen. Okay. Hier müssten wir dann soweit alles erledigt haben. Und dann gehen wir mal los. So. Wo müssen wir lang? So, genau, da geht's raus. Sehr schön, dann bewegen wir uns mal Richtung Conley und versuchen weitere Informationen einzusammeln. Und dabei sollte natürlich die Action nicht zu kurz kommen. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ja. Die Kollegen wieder. Die lernen aber auch nicht dazu. So, da haben wir wieder irgendwo ein elektronisches Gerät. Hier oben. Nein. Da drüben. Wie halten Sie sich, Roy? Gut. Sie wissen, es ist eine Sünde, Priester anzulügen. Verzeihen Sie mir, Vater. Es gibt gute und schlechte Tage. Und heute ist ein schlechter. Was bedrückt Sie? Wir sind wohl noch nicht zu spät. Wenn die Cleaners noch hier sind, ist es Conley vielleicht auch. Ja, die Cleaners. Dann bringen wir uns in eine ordentliche Feuerstellung. Steigern die Feuerkraft und eröffnen mit einem kleinen Feuerwerk. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Conley. Sie ist unser Hauptziel. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Nur um sicher zu gehen, es schätzt hier alles ein. Ich gehe aufs Dach. Conley ist noch hier. Gehen Sie sofort auf das Dach, Agent. Ja, dazu müsste ich erstmal wissen, wo es ist. Natürlich meistens über dem Gebäude. Ich weiß. Aber hier hat es doch überall Geschenke und die wollen wir mitnehmen. So, da müssen wir lang. Wartet auf mich, Freunde. Lasst die Party nicht ohne mich starten. Oh. Oh ja. Elektronisches Gerät erkannt. Mal kurz noch einen Blick reinwerfen. Müssen wir da später rein? So. Ja. Nein.
Hat es irgendwas von Nutzen für uns hier? Sieht nicht so aus. Jede Menge zu plündern. Auch das berühmte Wasser aus dem Kühlschrank. Und der Schlüssel für den Cleaners, der fehlt uns. So. Empfohlene Alternativroute. Extreme Hitzesignatur entdeckt. Das ist der einzige Weg. Wir müssen auf das Dach. Die Sprinkler hätten automatisch angehen müssen. Vielleicht haben die Cleaners das Wasser abgestellt. Versuchen Sie es per Hand wieder aufzudrehen. So, wo führt der Schlauch hin? Nach unten. Feuerlöschanlage entdeckt. Hier waren wir doch schon. Feuerlöschanlage einsatzbereit. Okay, dann weiter. Conley könnte noch auf dem Dach sein. Vorwärts, Agent. So, da hinten gibt es eine Munitionskiste. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Verbrennt alles. Geht auf Nummer sicher. Ja, Ma'am. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht verlaufen. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Und da jetzt hier zwei Kisten stehen, dürfte auch vielleicht das Gefecht beginnen und es spannend werden. So. Okay, rechnen wir mal wieder mit dem Schlimmsten. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Endlich empfange ich ein Signal von Conley's Uhr, aber nur schwach. Ich sollte mit etwas mehr Feuerunterstützung arbeiten. Shit, keine Spur von Conley. Checken Sie das Echo. Vielleicht hilft das weiter. Hm. Ich mache. Echo in der Nähe. Für die Infos zur Kontaminierung. Ich wusste, dass du es schaffst. Die JTF hat nicht die Ausstattung dafür. Egal, wo die hingehen, sie kontaminieren alles. Wir kümmern uns darum, wenn du weiter Infos lieferst. Sicher doch. Wir reden später. Bericht! Wir haben mit der Säuberung begonnen. Es dauert, aber wir wollen gründlich sein. Weiter so. Wenn ihr fertig seid, treffen wir uns beim Tanker. Offenbar treibt Kena sein Spiel mit Conley. Er benutzt sie, um die JTF ins Visier zu nehmen. Die Jungs werden als infiziert markiert. Und Conley schickt ihre Cleaners an die Arbeit. Conley muss warten, Agent. Aus dem Erdgeschoss nähern sich Gegner. Okay. Also, wir müssen zum Tanker. Diese Information haben wir jetzt schon mal. Na. Gibt's da oben noch was? Von Wert? Aha. Oho. Okay, da muss man irgendwie hineinkommen können. Hebel betätigen, okay.
Das kriegen wir hin. Dann müsste da ja was von Wert drin sein. Gut, einmal. Und eine Waffenkiste. Ja, ist okay. Auch das nehmen wir mit, bevor es zum Tanker geht. Aber zuvor müssen wir ja erstmal schauen, was sich da unten noch gesammelt hat und uns den Weg dorthin nicht erlauben möchte. Okay, Freunde. So, da geht's wieder runter. Wir füllen wieder unsere Munition auf. So, ah, da sind sie ja. So. Ist immer wieder eine Freude, wenn die Jungs explodieren. In die ewigen Jagd untergehen. So, immer noch einer. Irgendwo lungert immer noch einer rum. Ah ja. Da kommt noch eine Welle. Sichern Sie das Erdgeschoss und dann raus da. Mhm. So, erstmal alles Wertvolle wieder eingesammelt. So, aber weitläufiges Gelände. Irgendwas. Ja. Das mal die Waffenkammer, die wir vorhin gesehen haben. Und da fehlt uns leider wieder der Schlüssel. Okay. So, aber irgendwo habe ich jetzt noch Spezialmunition gesehen. Damit würde ich gerne. Ah ja. Genau. So. Hier müsste es runtergehen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass da unten welche sind. Was ist mit dir? Oh ja. Es gibt wieder ein Feuerwerk. Und? Diesmal hatte Conley Glück. Aber damit ist es jetzt vorbei. Die Cleaners halten ein Gebiet rund um einen gestrandeten Öltanker in Two Bridges besetzt. Conley ist angeblich dorthin unterwegs. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Ja. Das sollten wir tatsächlich machen, aber nicht in dieser Folge mehr, denn hier sind wir jetzt, glaube ich, erstmal am Ende angelangt. 25 Minuten The Division haben wir gezockt und wir freuen uns auf die nächste Runde.
wenn wir zum Tanker gehen und dort Conley treffen werden, um dann ihr zu zeigen, wo hier der Bottle der Most holt. So, wir füllen nochmal die Munition kurz auf und dann wird es auch schon wieder Zeit, dass ich mich recht herzlich bei euch bedanke für euer Zusehen. Dafür gibt es dann auch wieder ein kleines Tänzchen. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Heute, wenn ihr die Aufnahme seht, ist der 30. Morgen wird es dann noch eine Folge geben zum Neujahr sozusagen, zum Silvester, die Silvesterfolge. Würde mich freuen, wenn ihr dazu dann auch wieder einschaltet zu The Division 2 Warlords of New York. Ich, der Baden-Farmer, sage recht schönen Dank und sage Tschüss, Ciao, Cheerio.